begleiten auf eine neue musikalische Entdeckungsreise, das Erlernen des freien und kreativen Klavierspiels durch rhythmische Begleitfiguren. Weg vom reinen Auswendiglernen, weg von den Noten, weg von stupiden Fingerübungen, hin zum freien und kreativen Klavierspiel. In meinem Videokurs Professionelle Liedbegleitung durch rhythmische Begleitfiguren erkläre ich Schritt für Schritt anhand von 15 Songs und über 30 Begleitfiguren, wie ihr eine professionelle Liedbegleitung kreieren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie begleite ich einen Song am Klavier so wie ein professioneller Pianist oder Keyboarder? Es ist möglich und du kannst es ab sofort umsetzen. Das Geheimnis ist, mit Hilfe von rhythmischen Begleitfiguren das freie Klavierspiel zu lernen. Dabei sind rhythmische Begleitfiguren lange kein Geheimnis mehr. Gitarristen machen das schon seit Jahren. Sie lernen ein paar einfache Licks, einige Akkorde und haben einfach Spaß an der Musik. Doch irgendwie vermissen das viele Pianisten und Keyboarder. Der traditionelle Klavierunterricht konzentriert sich auf das Lesen von Musik. Obwohl das Lesen von Musik wichtig ist, ist es aber nicht das Bild von der gesamten musikalischen Vielfalt. Viele Klavierspieler können gut nach Noten spielen, allerdings haben sie das nach einiger Zeit vergessen und müssen es neu lernen. Mit rhythmischen Begleitfiguren lernst du beständig und effektiver, egal ob du Klavier oder Keyboard spielst. Befrei endlich deine Hände. Auch wenn du ein absoluter Beginner oder ein fortgeschrittener Spieler bist, du wirst es lernen, frei und nach Gehör zu spielen durch rhythmische Begleitfiguren. Sie sind eine wunderbare und effektive Lernweise, egal ob du als Solist oder in einer Band spielst. Alle Infos unter www.einfach-klavierspielen.de.